erwarten manche von Ihnen, dass ich mehr konkrete verurteilende Aussagen mache. Ich glaube, meine sehr geschätzten Mitbürger, an die Qualität der österreichischen Rechtsprechung und ich glaube auch an das ehrliche Bemühen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, die Wahrheit zu finden. Ich weiß, wie schwer diese Aufgabe Wahrheit zu finden ist. Sie zu präjudizieren, steht mir nicht zu. Vielleicht mag das, was ich gesagt habe, auch manchen etwas altmodisch klingen. Aber meine Lebenserfahrung geht eben dahin, dass Sumpfblüten unauffällig nur in einem Sumpfe wachsen können. Beginnen wir also überall mit der Trockenlegung der Sümpfe und nehmen wir, weil wir auf einer Landwirtschaftsmesse sind, auch gleich die sauren Wiesen dazu. In der Politik geht es nicht nur darum, die rechtlichen Normen einzuhalten, sondern in der Politik geht es vor allem auch darum, ethische und moralische Normen darüber hinaus noch einzuhalten. Dieses Vertrauen, das wir uns tagtäglich erarbeiten müssen, entscheidet über den Fortgang der Demokratie und entscheidet vor allem über den Fortgang unseres Landes.